Jetzt komme ich noch auf Ihren Theologiekollegen Michael Rosenberger zu sprechen. Der beruft sich ja auch auf die Bibel, wenn er zum Beispiel von den Mitgeschöpfen spricht, und er spricht auch tierethische Fragen an. Und er sagt, wir müssen töten, damit wir leben können. Pflanzen sind auch Lebewesen, aber. Und schließlich kommt er zu der Forderung, dass wir unseren jährlichen Fleischverbrauch von 62 Kilo auf 15 Kilo reduzieren können. Können Sie sich zu einem ethischen Kompromiss mit ihm bereit erklären? Oder sagen Sie, nee, mir ist das zu wischiwaschi? Ich würde sagen, man muss, also eine gewisse Kompromissfähigkeit ist für die Durchsetzung hochethischer Forderungen sowieso in gewisser Weise immer möglich. Ich habe nicht die Illusion, dass die Menschen sich von heute auf morgen in unseren Ländern zu Vegetarierinnen und Vegetarier oder Veganern sogar bekehren. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man das gesetzlich durchsetzen kann. Das würde alles in allem sehr viel Probleme bringen, die man eben so nicht lösen kann. Was ich aber sage, ist, wo ich auch mit Rosenberg übereinstimme, ist, dass sehr wichtig ist, den Fleischkonsum zu reduzieren, so als Ziel. Das kann man auch in unseren Gesellschaften, auch durch bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel mit einer Fleischsteuer, die wird ja diskutiert, dass man sagt, also zumindest soll das Fleisch jene externe Kosten, die es bereitet, nicht, also der Nachwelt, den zukünftigen Generationen, der dritten Welt, dem Klima und so weiter, soll das schon in den Preis des Fleisches drinnen. Das Fleisch ist ja viel zu billig, es ist subventioniert. Selbst die FAO schlägt dem vor, das Fleisch nicht mehr zu subventionieren, dass die Preise die Kostenwahrheit widerspiegeln. Also da würde ich sagen, dann wird das Fleisch natürlich um einiges teurer. Dann kann man sagen, gut, dann können ärmere Leute sich kein Fleisch mehr leisten, aber das ist wieder eine Frage der Umverteilung in der Gesellschaft. Da muss man halt den Reichen, ganz primitiv gesprochen, was wegnehmen und den Armen geben, damit die eben auch dieses artgerecht gehaltene Fleisch kaufen können. Also ja, Reduzierung des Fleischkonsums ist ein ganz wichtiges Nahziel, auf das wir uns einigen können. Ich halte aber gar nichts von dieser Aussage, die trifft nicht nur Herr Rosenberger, sondern auch andere Theologen, die sagen, um leben zu können, muss ich töten. Das erinnert mich ein bisschen, wenn jetzt irgendwie ein Massenmörder da vor eine Menschengruppe tritt und hat sein Gewehr in der Hand und feuert auf alle und sagt, wir müssen alle sterben. Ist schon richtig, aber es ist ein Totschlagargument. Natürlich müssen wir alle sterben, die Frage ist, wie wir sterben und welche Art des Sterbens berechtigt ist und welche nicht. Nicht? Also zu sagen, wir müssen alle töten, um leben zu können, stimmt, obwohl ich mich auch frage, ob man das Abreißen eines Apfels, sage ich mal, oder das Ausstechen eines Salatkopfes als Tötung bezeichnen kann. Nicht? Das sagen wir auch nicht. Wenn ein Kind irgendwo Erdbeeren im Garten pflückt, sagt er auch nicht, ich habe jetzt 5 Erdbeeren getötet. Allein in der täglichen Sprache schon differenzieren wir zwischen Tieren und Pflanzen. Und die Wissenschaft, also die Verhaltensbiologie und viele Wissenschaftler sagen auch, obwohl das heute sehr populär ist mit bestimmten Theorien wie Bäume, eben welche Fähigkeiten die haben, das weiß man schon, dass die viel auch kommunikative Fähigkeiten haben, aber dass sie Schmerz empfinden und dass sie über ein Bewusstsein wie die höheren Tiere verfügen, das wird wissenschaftlich nicht vertreten. Also das ist viel zu weit hergeholt, das ist Esoterik ein Stück weit. Und ich denke, man darf nicht jetzt Tiere und Pflanzen gleichsetzen. Das tun wir auch in der Alltagssprache nicht. Und insofern ist die Frage, welche Art des Tötens, wenn man schon diesen Begriff verwendet, der, glaube ich, bei Pflanzen nicht angebracht ist, welche Art des Lebens beenden berechtigt ist und welche nicht, bei wem. Nicht? Einfach zu sagen, wir müssen alle sterben, löst das Problem, das ethische Problem nicht. Nicht? Ja. Natürlich müssen wir alle sterben, aber deswegen kann ich nicht alle erschießen. Ja, ganz genau. Zur Reduktion des Fleischkonsums beim Pfarrfest dann nur die halbe Portion?
Ja, zuerst würde ich sagen, dass man beim Fahrfest beginnen könnte, wirklich darauf zu achten, Biofleisch, Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu kaufen und die Preise zu erhöhen. Und das, was dann eben an Fleisch, das dann eben, das weniger vielleicht, entweder wird weniger gekauft oder die Leute geben halt mehr Geld aus. Das kann man dann ja einer Tierschutzorganisation spenden.